So, und weiter geht's mit Quantum Break. Jetzt mal den Controller gewechselt. Okay. Logo, ob es jetzt funktioniert wieder. Konzentriere dich. Mit dem Wash oder wie der heisst. So. Irgendwie auch nicht. Muss ich mal drücken, dass es geht? Warum denn das? Warum denn das? Was ist mit dem Wash los? Das liegt mit dem Controller. Kann es nur noch mir liegen? Muss ich da länger drauf bleiben? Die Anomalien wurden heftiger, es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Oi. Aber wir wissen, dass es das tat. Komisch. Waschen ist nicht so. Weiß nicht, ob ich etwas falsch mache. Boah, jetzt aus dem muss funktionieren. Da. Warum soll ich denn nicht hier oben durch? Ist es sicher hier rauf? Genau richtig. Ich hoffe, dass es triggert, oder? Ja. Der Punkt hier geht nicht mehr weg. Ich bin hier. Ich bin hier. Bleibt da. Warum? Oh, ho, ho! Das ist ein kleiner Bug, oder? Geht's da wieder rauf? Ich muss hier verdammt noch mal raus! Ja, das ist ein Bug. Ich dachte, ich muss es neu starten. Oder? Abgefahren. Ist das abgefahren? Das ist ein crazy Spiel. Ach du Schall. Das war sehr knapp, Jack. Dann habe ich keine Ahnung mehr. Hier, hä? Das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Gelbe Matte. Da über. Gelb ist immer gut für das Klettern hier, gesehen. Die Hilfe. Okay, weiter! Nein, nicht schon wieder! Los, los, los! Wasche oder was?
Okay, geht. Ich weiß natürlich nicht, kommt das Ding nochmal oben ab oder so. Warum trifft er mich da? Ich treffe ihn hier durch. Ah! Scheiße, Dampf. Aber die hat auch super Speeder. Ja. Muss ihre Dinger. Ihre Rucksack zerschießen da. Kommt schon wieder rein, oder ist das immer noch da? Kommt schon der nächste? Boah! Werde immer übler. Mal da, dass ich mit von hinten kommen. Die Bremse. Nicht gesehen. Boah! Boah! Da nicht schlafen selber. Irgendwie Bremse kann es auch nicht drücken. Beth war auf dem Weg zu mir gewesen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Geht's weiter, dann schau ich zuerst mal hier durch. Puh, ist das strange. Bin ich im Fass zum Abgreifen. Da. Junge! Was willst du? Ja, hier. Ich lasse das. Sammel ich nicht 100%. Schaffe ich einen. Meine genauen Worte waren nichts Unüberlegtes. Zuhören konnte ich noch nie. Na dann lern es. Steig ein. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Also komm. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe. Und vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Mein Auto, meine Musik. So läuft das. Was zum Teufel ist bloß los mit euch? Uiui. Mit deiner Musik. Toto, Afrika. Wo ist denn die geblieben, da in den 80ern? Schlimm, dass ich das kenne, da merkst du, dass du alt wirst. Akt 2, Teil 3. Brandbury Schwimmbad. Kurze Stöße, ja, das machen wir.
Was hat sie in die Schwimmhalle geführt? Will sagte, in seiner Tasche wäre etwas Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Die Spur. Das scheint schon seit Jahren geschlossen zu sein. Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Und doch trägst du ihre Uniform. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Ja, ich wette, der Scheck kam auch nicht ungelegen. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. Nochmal kräftig mit dem Energy. Getränk aufputscht. Hier geht's nicht. Losgehen. Ich bin bereit. Jack, dieser Schlüssel, den du aus Wills Aktentasche hast. Hast du einen besseren Vorschlag, als die Tür aufzuschließen? Tut mir leid, ist ein bisschen viel gerade. Das ist seltsam. Ich könnte schwören, es war dasselbe Taxi, das ich zur Uni genommen habe. Es ist ein Taxi, die sehen doch alle gleich aus. Ich überprüfe das Nummernschild mit meinem Telefon. Vielleicht kann ich was herausfinden. Ein Versuch ist das wert. Und jetzt? Ich kann ihn bewegen. Okay. Irgendetwas wie da rauf muss ich. Richtig Ort treffen. Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Glaube auch, ja. Da rauf. Warte. Spürt, da ist irgendwie was. Drei. Die Hälfte verpasst. Wow. Hey, ich habe gerade das mit der Vereinigung. Du gehört einem Nick Masters. Nick Masters? Das ist der Name eines Zeugen, den wir bei der Uni aufgegabelt haben. Ja, ich erkenne sein Foto wieder. Ich habe ihn dort gesehen. Aber wie ist sein Taxi hierher gekommen? Glaubst du, das war Monarch? Hier durchkommen, in dem Fall. Unmöglich. Ich habe Monarchs Aktivitäten die ganze Zeit überwacht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, Amy? Sie hätte hier durchkommen, wahrscheinlich. Was ist? In der Universität wurden noch andere festgesetzt. Freunde von mir. Was ist mit denen passiert? Die sollten jetzt wieder frei sein. Monarch hat sie, genau wie alle anderen, davon überzeugt, dass alles, und was so ein Upgrade Point notwendig war, um sie zu beschützen. Irgendwie außen durch. Hier komme ich nicht durch. Da rein muss ich. Ich wette, dein kleines Video in den Nachrichten. Ich werde mal wissen, wo der Upgrade Point ist. Meine Güte. Die haben keine Ahnung, was passiert. Lernen nicht. Warum ich? Oi, bin wieder ein Zeitsprung. Verdammt, diese Anomalien verschwinden nicht. Vielleicht dachte Serene, du siehst wie jemand aus, den die Menschen vertrauen. Die werden immer mehr. Bist du die Richtige fürs Fernsehen? Oder vielleicht will er einfach sehen, wie du zerbrichst.
das Ding. Das zeigt es nicht mehr. Hm, der vorletzte ist da. Ist das so aus auf dem Dach? Ach. Nein. Darum ist es verschwunden, ich kann es nicht mehr holen. Ich habe wieder einen Upgrade Point verpasst. Wäre da irgendwo gewesen, wahrscheinlich hätte ich auf das Dach haben müssen. Darum ist das Gerüst da gestanden. Dummy nochmal, verdammte Axte. Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Darf nicht wahr sein. Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Das sieht nach einer Graubox aus. Das kenne ich noch von früher. Ich war schon mal jünger. Du besitzt diesen Ort seit 1999? Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Eine Rechnung über $12,000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als mal alte Kisten hierher schleppen lassen. Okay, 17. Mai 1998. Upgrade Point, hallo, aber... Was zum Teufel hast du hier gemacht, Bruder? Zeitreise-Experimente mit Ratten? Sie ist weg. Wohin? Ja, sofort meistens so. Komm schon, Schrödinger. Komm zu Willy. Na komm, na komm, na komm. Alles okay. Alles ist gut. Okay, los geht's. Der Mülldog findet immer... Wir müssen unseren Kontakt ab jetzt einschalten. Ich melde mich bei dir, wenn die Gegenmaßnahme fertig ist. Nach 5 Minuten, nachdem er die Maschine betreten hat, hier wieder erscheinen. Der Mülk findet ihn. Es sind jetzt 3 Minuten vergangen und es gibt kein Zeichen von Schuld. Aber das Zeug, das ich will, finde ich nie. Mülk ist wieder einer. Also den musst du jetzt holen. Das Gefinde ist es. Jetzt ist es schwierig, da das Zeug abzugraden. Hallo Riverport, hier spricht Theresa Sandbeck. Ich werde den Dritten gefunden. Und werde Ihnen Ihren Tag mit einigen Zeugen versüßen. Die Personen, die während des Terrorangriffs... Da ist da ihn. Ja. Ich bin nicht irgendwo oben. Und das Krankenhaus hat eine Erklärung abgegeben, dass sie alle stabil und über das Gröbste... Ist der hier noch? Wenigstens wieder mal einen Satz. Ja. Immer 4 Punkte. Das gibt nichts Grossartiges. Ja, wie ist nicht der Schild? Man sollte ja auch halb zielen, das wird... Nein, auch nicht. Nicht so mies. Schild. Switchstopper ist also der, den ich schiesse. Dann machen wir den. Schon nochmal testen. Auf, dass wir es gemacht haben. Die geht von hier gar nicht auf, die Tür. Yeah.
Links B drücken die ganze Zeit. Gut, ah, hier darf ich gar nicht. Das soll ich sagen. Noch ein bisschen mehr ausprobieren mit ihm. Tut sich da was? Ich bin dran. Der Sprung funktioniert irgendwie nur das dritte Mal, wo ich drücke. Hey Jack, machst du uns mal die Tür auf oder wie? Da hinten ist noch etwas. Ja, warte kurz. Ich hab etwas entdeckt. Okay, schauen wir uns um. Hier unten. Ja, da ist ein Bildschirm. Sehr gut. Diese Nachricht, sie ist für mich. 4. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme, einfach weg. Was zum... Der Safe, leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft, unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. 4. Juli 2010. Was war das? Beth Wilder. Er hat das 2010 für mich aufgenommen? Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fern. Was zum Teufel? Ich konnte sie nicht dort lassen. Und er hat gesagt, dass die Gegenmaßnahme weg ist? Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Nicht gut. Die Gegenmaßnahme. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft. Unser Hilf mir, das aus dem Weg zu räumen. Hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte. Beeil dich. Jack, dein Bruder hat das Video an mich gerichtet. Aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Nun, es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Ja, das war strange. Ach. Ach. Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Brauchst keine Hellseher, für das rauszufinden. Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Krass, geht Welle am Boden an. Mann, ist das heftig. Ja, da haben wir noch irgendeinen Upgrade-Point. Gehen wir so durch. Die. Chronoquelle heissen die. Mal merken, der Mongo. Schnell säckeln kann ich auch nicht. Ist das? Ja, ich denk's schon. Eine zweite Zeitmaschine. Das ändert die alles. Die Dank. Wenn wir dieses Ding zum Laufen bringen, brauchen wir keine Gegenmaßnahme. Wir können alles ändern. Was, wenn wir verhindern, dass der Riss überhaupt erst entsteht? Wir können in die Vergangenheit reisen und dort alles ändern, bevor es überhaupt passiert. Die Brötchen schon probiert. Paul geht nicht durch die Maschine. Monarch hat nie existiert und der Riss hat nie stattgefunden. Jack, warte!
Denken wir das zu Ende. Das ist nicht... Ich kann in die Maschine, so wie Paul in der Uni. Ich habe ihm geholfen, sie einzurichten. Dann können wir den Kern aktivieren, den Korridor in Position bringen, das Datum einstellen. Ich schaff das, Beth. Ich bin nicht so sicher, ob wir das ohne die Gegenmaßnahme machen können. Aber du hast recht. Wir brauchen die Maschine. Genau. Fangen wir mit dem Kern an. Okay, Erklärung? Irgendjemand? Ich habe Visionen von dieser Maschine in diesem Labor gesehen. Er muss sie hier versteckt haben. Ihr könnt mich jetzt aufklären. Jederzeit. Okay, Kernsteuerung. Wo ist sie? Wir müssen mal alles abchecken. Da ist sie. Wir schauen mal alles an zuerst. Da kann ich zum Beispiel anreden. Hey, Amy. Was ist das? Das würdest du mir nicht glauben. In den letzten 2 Stunden habe ich erfahren, dass Monarch ein paramilitärischer Verein ist. Das ist eine Zeitmaschine. Okay. Ich packe das mal zu den ganzen anderen Sachen, die keinen Sinn ergeben. Wir sollten Jack helfen, die Kernsteuerung zu finden. Nee, ja, schaff's. Ja. Okay. Irgendeine Steuerung. Diese Schaltpläne hat Will geschrieben. Er hat das alles gemacht. Alles. Der Korridor. Er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Und wie zum Henker sieht der aus? Ein rundes Teil in der Mitte, denke ich. Die Pläne für die Gegenmaßnahme gehen über 11 Jahre, von 1999 bis 2010. An sich nicht seltsam, aber der Typ hat eine funktionierende Zeitmaschine in nur 2 Jahren gebaut. Hat sich jemand diese Karte angeschaut? Anscheinend hat er beschriftet, wo sich alles befindet. Probiert aufzuhalten. Befuelder. Hey Jack, ich wette, du willst dir diesen Bildschirm anschauen. Keine dieser Konsolen sieht aus, als wären sie aus dem 21. Jahrhundert. Der Typ wusste verdammt nochmal ganz genau, wie er sich das Leben schwer machen konnte. Ich muss den Kern erst zurücksetzen. Das solltest du dir ansehen, Jack. Immer zeigen. Immerhin. Ich hab's alles geheim gehalten. 17 Jahre und sie haben es immer noch nicht gefunden. Mädchen, lang nieder. Erst muss der Kern zurückgesetzt werden. Wie viel Teuerung hat es denn da? Da unten wird er sicher zurückgesetzt. Nicht da rüber. Ja. Besser hat den Tunnel aufbauen. Hast du da hinten was gefunden? Nein, nichts Sinnvolles. Doch, aber sicher. In Ordnung, das wäre erledigt. Guck mir, ob das sinnvoll ist. Mord und Totschlag. Nicht aufklettern.
Check. Was soll ich noch mal machen mit dir? Ich würde zuerst alles gut absuchen, bevor ich das mache, da mit dem Kern. Egal wie das rauskommt. Und weil kannst du dann nichts mehr machen. Blablabla. Durch etwas anderes ersetzen. Ja. Okay, dann machen wir nächstes Mal.